Willkommen bei Teletandem, einem Projekt des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Schulen. Im Zentrum von Teletandem steht die Projektarbeit zwischen einer deutschen und einer französischen Partnerklasse. Das Projektthema kann in Abhängigkeit von Alter, Sprachniveau, Vorgaben des Lehrplans und Interessenschwerpunkten frei gewählt werden. Das kann zum Beispiel ein Theater- oder Kunstprojekt sein, ein Musikprojekt oder ein Projekt zu einem geschichtlichen, gesellschaftspolitischen oder jedem anderen beliebigen Thema. Das Projektthema sollte gemeinsam von der deutschen und der französischen Lehrkraft ausgewählt werden, denn beide Partnerklassen müssen sich gleichermaßen mit dem Projekt identifizieren können. Deutsche und französische Schülerinnen und Schüler sollen gleichermaßen zum Gelingen des Projekts beitragen und das Projektthema gemeinsam gestalten können. Jedes Projekt sollte zu einem konkreten Endprodukt hinführen, das aus der gemeinsamen Arbeit zwischen deutschen und französischen Partnern hervorgegangen ist. Das kann beispielsweise ein deutsch-französischer Film oder Fotoroman sein, ein Musikvideo, eine Ausstellung, eine Theateraufführung, ein Rezeptebuch oder ein deutsch-französischer Blog. Im Rahmen des gemeinsamen Projekts arbeiten die deutschen und französischen Schüler gemeinsam im Tandem. Dabei lernen sie nicht nur miteinander, sondern auch voneinander. Jeder Schüler profitiert von den muttersprachlichen Kompetenzen, die sein Partner mitbringt. Sie erklären sich unbekannte Wörter oder umschreiben diese, helfen sich bei der Korrektur von Texten, üben gemeinsam mündliche Präsentationen ein. Sie können sich am muttersprachlichen Modell des Partners orientieren und sprachliche Strukturen, die dieser verwendet hat, für ihren eigenen Diskurs übernehmen. Die gemeinsame Projektarbeit im Tandem erfolgt zunächst auf Distanz. Um auch über die Entfernung hinweg miteinander in Kontakt treten, sich austauschen und zusammenarbeiten zu können, helfen die multimedialen Kommunikationsmedien. Lehrkräfte aus Deutschland und Frankreich, die gemeinsam ein Teletandem-Projekt durchführen möchten, haben die Möglichkeit, kostenlos die Teletandem-Plattform des Deutsch-Französischen Jugendwerks zu nutzen. Hier können die Lehrkräfte einen gemeinsam geschützten Arbeitsraum für die Zusammenarbeit und den Austausch anlegen. Zahlreiche Werkzeuge stehen auf der Teletandem-Plattform für die Zusammenarbeit der Partnerklassen zur Verfügung. Dokumente und Bilder können geteilt werden, genauso wie Audio- und Videodateien. Die Schülerinnen und Schüler können in Foren diskutieren, im Wiki einen gemeinsamen Text verfassen oder in einem gemeinsamen Glossar deutsch-französische Definitionen finden. Die Plattform bietet aber auch Möglichkeiten zur synchronen Kommunikation über Chat und Videokonferenz. Und auch externe Tools, wie zum Beispiel Videos aus YouTube, lassen sich problemlos einbetten. Das Teletandem-Projekt findet seinen Höhepunkt in der Begegnung der Partnerklassen im Anschluss an die Vorbereitungsphase auf Distanz über die Teletandem-Plattform. Diese kann entweder klassisch am Ort des Partners stattfinden, wobei die Partner in Gastfamilien untergebracht sind und am Schul- und Familienalltag ihres Partners teilnehmen. Der Schüleraustausch kann aber auch an einem Drittort stattfinden. Das bedeutet, dass sich die deutsche und die französische Klasse an einem dritten Ort innerhalb Deutschlands oder Frankreichs treffen und dort gemeinsam zum Beispiel in einer Jugendherberge oder einem Schullandheim untergebracht sind. Ein klassisches Teletandem-Projekt verläuft in drei Phasen. Die Phase vor der Begegnung, in der die Arbeit auf Distanz dominiert. Anschließend die Begegnung der Partnerklassen, in der die Tandemarbeit in Präsenz fortgesetzt wird. Und danach die Phase nach der Begegnung, in der wieder auf Distanz gearbeitet wird. Finden im Schuljahr zwei Begegnungen statt, weil die französische Klasse einmal nach Deutschland kommt und anschließend die deutschen Schüler zu ihren Partnern nach Frankreich fahren, gibt es fünf Phasen. In der Phase vor der Begegnung dominiert die Arbeit auf Distanz auf der Teletandem-Plattform. Im Vordergrund steht zunächst das gegenseitige Kennenlernen. Anschließend können im Tandem oder in deutsch-französischen Kleingruppen erste Recherchen zum gemeinsamen Projektthema stattfinden und auf der Plattform geteilt und besprochen werden. Die Begegnung der Partnerklassen stellt die zweite Arbeitsphase dar. Auch hier sollten noch einmal Aktivitäten zum Kennenlernen am Anfang stehen. Anschließend liegt der Schwerpunkt der Begegnung auf der konkreten Umsetzung des Projekts in deutsch-französischen Tandems oder Kleingruppen. Die dritte Arbeitsphase nach der Begegnung verläuft wieder auf Distanz. In dieser Phase geht es um die Nachbereitung dessen, was in der Begegnung gemacht und erarbeitet wurde, und auch um die Dokumentation und Auswertung. Teletandem ist offen für Schulen aus Deutschland und Frankreich und richtet sich an alle Schulformen, von der Grundschule bis zum Berufskolleg.
Um an Teletandem teilnehmen zu können, brauchen Sie eine Partnerklasse im anderen Land. Das DFJW ist bei der Suche nach einer Partnerklasse behilflich. Im Lehrerzimmer auf der Teletandem-Plattform finden Sie beispielsweise die Teletandem-Partnerbörse. Eine andere Möglichkeit ist das Aufgeben einer kostenlosen Kleinanzeige auf der Homepage des DFJW. Eine gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Lehrkräften aus Deutschland und Frankreich ist unabdingbar für das Gelingen Ihres Projekts, da im Verlauf des Projekts immer wieder Absprachen und gemeinsame Entscheidungen vonnöten sein werden. Sie sollten gemeinsam eine Projektidee entwickeln und sich zu den gemeinsamen Aktivitäten gut absprechen. Was die technische Ausstattung betrifft, so wird im Grunde nicht mehr als ein Computer mit einer stabilen Internetverbindung gebraucht. Die technischen Voraussetzungen an den Schulen sind erfahrungsgemäß sehr unterschiedlich. Daher gilt, passen Sie Ihre Arbeit nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch an Ihre Bedingungen an. Sie selbst legen ja die Aktivitäten für Ihre Schüler auf der Plattform an. Konzipieren Sie diese also so, dass sie mit den vorhandenen Gegebenheiten machbar sind. Für Ihre Schülerinnen und Schüler bringt die Arbeit mit Teletandem viele Vorteile. Sie können mit gleichaltrigen Schülerinnen und Schülern aus Frankreich in einem geschützten virtuellen Kursraum auf der Teletandem-Plattform zusammenarbeiten. Durch die handlungsorientierte Projektarbeit entstehen authentische Kommunikationssituationen, in denen die Fremdsprache angewendet wird. Die lebendige Projektarbeit und gegenseitige Unterstützung in Tandem sorgt für eine hohe Motivation. Das interkulturelle Lernen und das Verständnis füreinander werden gefördert. Die Medien werden sinnvoll und kreativ im Sinne des Projekts eingesetzt. Doch auch die Lehrkräfte können von zahlreichen Vorteilen profitieren. Die Nutzung der Teletandem-Plattform ist komplett kostenfrei. Im Lehrerzimmer steht ein Support in deutscher oder französischer Sprache zur Verfügung. Außerdem finden Sie hier Videotutorials und ein zweisprachiges Nutzerhandbuch zur Plattform. Das DFJW bietet zahlreiche Fortbildungen für Lehrkräfte an, in Form von Webinaren, Blended Learning Fortbildungen oder Präsenzveranstaltungen. Diese Fortbildungen sind sehr praxisorientiert. Das praktische Erleben und eigene Erfahren stehen im Vordergrund, gefolgt von Reflexionsphasen und Überlegungen zum konkreten Transfer in die eigene Schulpraxis. Sie sind immer deutsch-französisch ausgerichtet, sodass Netzwerke mit anderen Französischlehrern aus Deutschland und mit Deutschlehrern aus Frankreich entstehen und sich auch Partnerschaften finden. Auf unserer Webseite www.tele-tandem.net können Sie sich von zahlreichen Beispielen aus der Praxis inspirieren lassen. Daneben können Sie auch die fertig ausgearbeiteten Lernmodule Interaction nutzen und diese mit einigen einfachen Schritten in Ihren eigenen Kursraum hineinkopieren. Das DFJW kann außerdem Fördergelder für individuelle Vorbereitungs- und Planungstreffen zwischen zwei Lehrkräften vergeben. Neben den regulären Möglichkeiten der finanziellen Förderung des Schulaustausches, die das DFJW anbietet, erhält Ihre Schule durch den Teletandem-Förderpreis eine öffentliche Anerkennung und finanzielle Zuwendung. Machen Sie mit und legen Sie sich noch heute Ihren kostenlosen Zugang auf der Teletandem-Plattform an.